Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. La question sociale bezeichneten es die Franzosen, und es war der Dichter Heinrich Heine, der den Begriff 1840 in Deutschland einführte. Gemeint waren die sozialen Missstände infolge der industriellen Revolution in England, in Frankreich und dann auch in Deutschland. 175 Jahre nach Heine darf sich die soziale Frage als Folge der Flüchtlingskrise in Deutschland nicht wieder stellen. Damit dies nicht passiert, statten wir den Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im nächsten Jahr mit richtig viel Geld aus. 130 Milliarden. Der Einzelplan 11 stellt somit auch im nächsten Jahr den mit Abstand umfangreichsten und größten Einzeletat im Bundeshaushalt dar. Mit der Höhe des Etats wächst aber zugleich auch unsere Verantwortung, die zur Verfügung stehenden Mittel richtig und sinnvoll einzusetzen, damit sie den Menschen auch wirklich helfen. Das macht eine erfolgreiche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik aus. Damit sie nachhaltig ist, braucht sie aber immer auch eine solide finanzielle Basis und gute Rahmenbedingungen. Die haben wir in den letzten Jahren dank einer wachstumsorientierten und auf sparsames Haushalten ausgerichteten Politik unter Führung der Union geschaffen. Unsere Erfolge können sich sehen lassen. Wir haben nicht nur die Finanz- und Wirtschaftskrise erfolgreich gemeistert, sondern auch den Bundeshaushalt konsolidiert. Und wir legen im zweiten Jahr in Folge einen ausgeglichenen Bundeshaushalt vor. Auch mit unserer Konjunktur verhält es sich derzeit wie einst mit dem VW Käfer. Sie läuft und läuft und läuft. Damals war das hervorragende Arbeit made in Germany. Unser Arbeitsmarkt zeigt sich trotz krisenbehafteten Umfeldes in bester Verfassung. Es sind so wenig Menschen arbeitslos wie seit 24 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig geht der Beschäftigungszuwachs weiter. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik haben wir mehr als 31 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das führt dazu, dass die Bundesagentur für Arbeit derzeit auf einem Überschuss von rund 2,8 Milliarden Euro sitzt. Das ist ein gutes Polster. Auch die Rentenversicherung profitiert von der steigenden Zahl der Beitragszahler. Im kommenden Jahr können sich die deutschen Rentnerinnen und Rentner mit einer Rentenerhöhung zwischen 4 und 5% erwarten. Das gab es seit 2 Jahrzehnten nicht mehr. Dank dieser guten Ausgangslage können wir heute darüber debattieren, wofür wir Geld in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ausgeben. Und dank dieser guten Ausgangslage können wir 2,6 Milliarden Euro noch mal auf den ursprünglichen Plan hinauflegen. Und von diesen 2,6 Milliarden sind knappe 2 Milliarden eingesetzt für die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Bei voraussichtlich mehr als 1 Million Asylbewerber in diesem Jahr muss aber auch ehrlich ausgesprochen werden, wir werden nicht alle Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt sofort integrieren können. Dies zeigt schon ein Blick auf die Qualifikation der Zuwanderer. Vorredner haben es bereits benannt. Nach einer Stichprobe der Bundesagentur für Arbeit sind 81% der Flüchtlinge ohne formale Qualifikation. 11% haben eine berufliche Ausbildung und gerade einmal 8 eine akademische. Ingenieure aus Bagdad, Facharbeiter aus Kabul und Ärzte aus Aleppo sind eher die Ausnahme. Es wird daher lange dauern, bis das Gros der Flüchtlinge ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten kann. 90% der anerkannten Flüchtlinge werden nach Schätzung der Bundesagentur für Arbeit auf Hartz IV angewiesen sein zunächst. Erfahrungsgemäß findet nur jeder Zehnte von ihnen nach 5 Jahren eine Arbeit, jeder Zweite erst nach 10 Jahren. So wird Herr Weise dieser Tage zitiert. Damit die Zuwanderung nicht dauerhaft in die Sozialsysteme erfolgt, müssen die Flüchtlinge einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz finden. Und Leben aus eigener Kraft und in eigener Verantwortung, nur das kann das gemeinsame Ziel von uns allen sein, was die Menschen betrifft, die zu uns kommen.
Hoffnung macht, und es ist ja gerade hier aus dem Plenum gekommen, dass gut 80% der Flüchtlinge jünger als 35 Jahre sind und mehr als die Hälfte sogar jünger als 25 Jahre. Das Bildungspotenzial der Menschen, die kommen, ist sehr hoch. Und wenn man dann weiß, dass jede dritte Firma in Deutschland es nicht geschafft hat, alle Ausbildungsplätze zu besetzen im letzten Jahr und insgesamt 600.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden konnten, das ist ein Negativrekord, aber gleichzeitig vor diesem Hintergrund auch eine Chance. Wir können fleißigen, motivierten und talentierten Flüchtlingen durch Ausbildung und berufliche Qualifizierung also eine gute Arbeitsmarktchance eröffnen. Wir haben deswegen den Jobcentern zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, 250 Millionen für die Eingliederung in Arbeit, 325 Millionen für die Verwaltungskosten, die 350 Millionen an Ausgaberesten, die dann noch obendrauf kommen. Und insgesamt können 3.800 zusätzliche Stellen in den Jobcentern in Deutschland geschaffen werden. Wirtschaft und Handwerk setzen als Einstiegskriterium für eine Ausbildung, für berufliche Qualifizierung und Tätigkeit gute Deutschkenntnisse voraus. Die ganz überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge bringt diese naturgemäß nicht mit. Und folgerichtig haben wir auch die Bildungsmaßnahmen um 180 Millionen auf gut 312 Millionen aufgestockt. Allerdings sind die sprachlichen Unwägbarkeiten nicht die einzigen Hindernisse auf dem Weg zur beruflichen Integration. Die Menschen, die kommen, finden eine Arbeitswelt vor, die sie so mit Sicherheit noch nicht kennen. Und auch unsere duale Berufsausbildung ist etwas ganz Neues mit Lehrmodulen in Betrieb und Berufsschulen. Und die bisherigen Erfahrungen verschiedener Handwerkskammern in der Bundesrepublik zeigen denn auch, dass dort noch Schwierigkeiten bestehen. Vielen Flüchtlingen fällt es trotz hoher Motivation, die alle attestieren, schwer, sich dann auch für eine Ausbildung zu entscheiden, die über mehrere Jahre und bei geringer Bezahlung dann zu absolvieren ist. Und es gibt auch Erfahrungen aus Bayern, häufig zitiert heute, 70% der Lehrlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, die im Herbst 2013 eine Ausbildung begonnen haben, sind bereits nicht mehr in der Ausbildung, aber leider ohne Abschluss. Das ist sozusagen der ernüchternde Teil dieses Modellprojektes. Und die Zahlen sind bundesweit wohl ähnlich an dieser Stelle. Umso wichtiger ist es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter arbeitssuchende Flüchtlinge davon überzeugen können, dass eine Ausbildung langfristig die einzige Lösung ist. Und deshalb haben wir auch die Mittel für berufliche Integration und Beratung von Zuwanderern auf insgesamt fast 48 Millionen aufgestockt. Ein weiterer Schritt bei der Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter sehe ich auch in dem geplanten Gesetz zur Rechtsvereinfachung des SGB II. Mit diesem wollen wir auch im Hinblick auf die durch die Flüchtlingswelle stärker beanspruchten Ressourcen Verwaltungsabläufe in den Jobcentern vereinfachen. Wichtig ist, dass unsere Jobcenter für die absehbar bevorstehenden Mehrbelastungen gut gewappnet sind. Sonst würden sie wie das BAMF als Behörde im Ausnahmezustand zum Flaschenhals der Flüchtlingsintegration in Deutschland werden. Ich bin in diesem Zusammenhang, lassen Sie mich das hier erwähnen, auch froh, dass wir bei den bestehenden Sanktionsregelungen bleiben können. Das Prinzip Fördern und Fordern, auf dem die gute Arbeitsmarktpolitik der vergangenen Jahre basiert, ist richtig und wichtig. Und letztlich sind die Sanktionen ein Kontrollmechanismus, den es an verschiedensten Stellen in unserer Gesellschaft aus gutem Grunde gibt. Sie sind ein Zeichen von Gerechtigkeit und Verantwortung auch gegenüber denjenigen, die durch ihre Arbeit bzw. ihre Steuerzahlung diese Leistung erst ermöglichen. Und ich glaube auch in Anbetracht der Situation, dass wir in den Jobcentern eine große Aufgabe in den nächsten Monaten und Jahren haben, wäre es auch das falsche Signal, hier sozusagen dann einen Kurswechsel an dieser Stelle einzuleiten. Zum Thema Mindestlohn. Sie hatten Herrn Spahn angesprochen, Herr Ernst. Es hat auch noch einige andere gegeben, die aus ihrer Sicht so einen abwegigen Vorschlag gemacht haben, unter anderem den Sachverständigenrat. Keine Sorge, ich will hier nicht dieses Fass aufmachen. Ich werde mich auch nicht hinstellen und hier etwas fordern. Niemand will Menschen gegeneinander ausspielen. Niemand will sozusagen
mindestbelohnte Menschen in diesem Land haben und Menschen, die nicht unter den Mindestlohn fallen. Aber all diejenigen, die das heute so ausdrücklich betont haben, die bitte ich dann, wenn wir darüber reden, wie Betriebe und Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren dann auch entsprechende Stellen anbieten können, die im Sinne eines Langzeitpraktikums den Menschen Chancen eröffnen, in unsere Berufswelt zu kommen, dass diese Leute genauso vehement dann dabei sind und entsprechend auch argumentieren. Denn eins ist richtig, in dieser Zeit, in dieser krisengeschüttelten Zeit, ist das Wohlergehen unserer Wirtschaft, der deutschen Betriebe, ein wahrer Stabilitätsanker, den wir nicht riskieren sollten. Meine Damen und Herren, ein schon den alten Römern vertrauter Grundsatz lautet: Ultra posse nemo obligatur, über sein Können hinaus ist niemand verpflichtet. Der Einzelplan 11 für den Bereich Arbeit und Soziales zeigt gleichwohl, wie beachtlich unser Können ist. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir damit die Herkulesaufgabe der Integration der Flüchtlinge beginnen und auch bestehen können. Herzlichen Dank. Hallo.